Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück hier bei Bonnie und Clyde von Wrecklast, hier bei Karis Klaus und Nugget dem Huhn in Path of Exile. So, ich werde hier gerade mal was ausprobieren. So, und mal diese komische Prophezeiung hier loswerden. Hat jemand dieses komische Kaninchen auf dem Arm sitzen oder was das ist? Ja. So. Jetzt ohne viel Federlesens, wie man unter Hühnerbesitzern sagt. Da. Gucken wir mal. So, mal sehen, ob wir hier diese Mission erfüllt kriegen irgendwo. Ich meine, dass wir hier, dass wir da irgendwo so einen Toten finden. Oder sowas ähnliches, sondern diesen Gott killen müssen. Hier haben wir wieder diese komischen Ziegen, oder? Was sind das hier? Vogelmenschen? Man weiß ja nicht so genau. Willst du auch gar nicht wissen. Oh, hier ist das hier. Für. So. Wie ist das los? Die sterben wie die Fliegen, wenn sie nicht schon tot wären. Hier haben wir es. Der Gott ist missgeschickt. Das ist immer richtig. Also hier kommen wir diese Prophezeiung erfüllen. Weil sonst würde es hier nicht stehen. Das ist immer ein ganz guter Hinweis. Nein, da wollen wir nicht hin. Warum habe ich da jetzt hingeklickt? Man weiß es nicht so genau. Ich wollte mal sehen, ob es geht. Nee, dann müssen wir woanders lang. Die sagte mir gleich wieder. Ich muss dich jetzt mal holen. Ja. Du bist mein Held, du Schatten. Naja gut, eigentlich ist er ja auch ein Schleicher und kein Renner. Das ist ja nicht sein Job, eigentlich. Also schulmäßig ausgebildet als Schatten- und Schleicher, Auftragsmörder, Dieb und nicht als Marathonläufer oder Sprinter. Kann er ja nicht unrecht. Okay. Aber könnte es zumindest mal versuchen. So. Mal gucken, ob wir jetzt hier weiterkommen. Geht's hier? Nee. Ich habe die noch nicht mal angeguckt, bin ich schon tot. Klar, das ist ein Unterschied, das dann ist, wenn man einige Level höher ist. Wenn man plötzlich in niedrige Level kommt. Na, da kommen wieder die Ziegen, fallen hier beim Himmel. Ja, da haben wir. Kadaka, Göttin des Glücks. So, das ist jetzt hier lustig. Jetzt wieder Stand haben, aber gut. So, ich kann hier auch ein bisschen Sachen machen. Und Freunde, da seid ihr nicht die Einzigen. So, das Ding ist gleich hin. Zack. Prophezeiung erfüllt. Wie du sagst. Ich hab gar nicht hingehört. Das ist schön. Verbindungssphäre, Verbindungssphäre, Verbindungssphäre. Das ist unsere Hauptbelohnung. Rest ist eher so Grumpatsch hier. Das können wir nochmal verticken. Ja. Ist irgendwas mit. Ne. Nichts Wertvolles sonst hier dabei. Gut. I've got the power. So. Die brennt. Dann kommen wir jetzt wieder zurück. Dann haben wir diese Mission auch endlich mal erledigt. Oder Prophezeiung. Quatsch. Ich wollte Portal machen, hab vergessen falsche Rolle drücken. So. Welcome back. Wieder in diesen wunderschönen. Kannst bald nicht mehr sehen. So, wunderbar. Dann können wir hier den Kram wieder verdicken, den wir haben. Du bist der Falsche. Wie du meinst. Sieht zumindest noch lebend aus. So, Moment. Oh, bin so umständlich. So. Ich kann mir nicht viel für, aber jetzt ist nichts. Die Gegenstände sind nicht so gerade die wertvollsten. Farewell. Farewelle. Jawohl. Farewelle. Aber wir haben hier drei Verbindungssphären nochmal gekriegt. Ist ja auch nicht schlecht. Das war die Belohnung dann für diesen Gott-Totem da zu killen.
Nehmen gerne mit, warum nicht? So viel haben wir davon auch nicht. Sehe ich gerade 12 nur. Mein Gott, habe ich wenig. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht viel craften, weil du hast gar nicht das Material dafür. Das ist echt zum Dingseln. Komm, wir nehmen uns mal eine neue Prophezeiung. Wir haben ja gerade Spaß dran. Ah, okay. Ich würde die Qualität eines Rüstungsstücks mit einem einzigen Plattenstück enorm steigern. Haben wir das nicht schon mal? Ja. Ah, gut, das ist nicht schlecht. Das ist ziemlich simpel, wenn wir jetzt eine gute Rüstung finden. Da habe ich nicht eine Natur. Und wenn wir die jetzt mit einem Plattenstück aufbügeln, dann kriegen wir die direkt mit 20% Qualität. Ne, wir haben nichts. Das ist eine... Doch, haben wir. Ich habe gerade was Falsches gesagt. Wir können das sofort machen. Ja, Plattenstück. Klong! So, die hat jetzt 20% Qualität. 494 Ausgleichswert. Ist schon mal mehr als hier. Wenn wir da jetzt eine schöne Essenz drauf schmeißen, könnten wir so eine ganz gute Rüstung rauskriegen. So, thank you, Frau Prophezeiungszuständige Beamtin. So, haben auch wieder eine Prophezeiung erfüllt. So, wir haben heute den großen Prophezeiungstag. Willkommen bei Path of Prophezeiung. Oder Path of Cassandra. Kann man nehmen, wie man will. So, jetzt müssen wir als nächstes aber nicht das hier machen. Das juckt mich jetzt gerade nicht. Doch, komm mal. Wir sind hier völlig falsch. Wir müssen woanders hin. Wir müssen an die Küste. Wir sind jetzt in Akt 1. Ist ja derselbe Ort, aber wir kommen trotzdem nicht so weiter. Das muss man jetzt nicht verstehen. So, jetzt gehen wir hier in die Morastebene. Da wird es auch nur schön. Vor allem morastig. Wer hätte es gedacht? So. Ah, hier sind auch nur so fiese Dinger, ne? Auch wieder so totemmäßig mit viel Feuer. Nervt jetzt schon. Oh, Schöller ist auch wieder da. Okay. Geh weg. Darf hier nicht lange stehen bleiben, sonst dann nicht schon wieder irgend so ein Tote, was einer herbeizaubert. So. Was haben wir hier? Höllischer Schrei. Ein Kriegsschrei. Oh, okay. Ah, ja. Ist jetzt nichts so für mich. Das ist für meinen letzten Charakter gewesen. Und es wäre eine Möglichkeit. Bleh. Geh weg mit den Dingern hier. Sind fies. Verschämtheit. Warum zeigt ihr mir diese Sphären nicht an? Also mit dem Blutfilter ist immer noch irgendwas nicht in Ordnung. Keine Ahnung, was das ist. Sollte auch bald wieder ein Update geben mit ein paar Bugfixes. Dann sehen wir, was sie da wieder einbauen. Also bei den letzten Spielen, wo sie Updates gemacht haben, war ich ja nicht mehr so zufrieden. Danach konnte man sie nicht mehr spielen, aber gut. Immer so eine Sache. Wenn man Fehler rausnimmt, ist ja gut, aber wenn man neue einbaut und das nicht testet, ist es scheiße. Hoppala, da kommen sie jetzt alle rausgerannt. Entschuldigung, wollt euer Meeting hier nicht stören. Ich hab nicht gleich so garstig. Man kann sich auch hinter den Ballisten gut verstecken. Die Gegner bleiben da erstmal immer stehen. Was überhaupt für Typen? Tokohomas Anhänger der Inbrunst sind das. Ah ja, hier haben wir... Genau, hier müssen wir Tokohoma, den Halbgott, ich glaube, es ist ein Halbgott, begegnen und killen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Und dann, also diesen... Hier ist es auch wieder. Level bekommen wir dann diesen Akt, was mit Gottfähigkeiten zu tun. Das heißt, für jeden, wir müssen hier mehrere Halbgötter killen und für jeden von denen kriegen wir dann eine seiner Fähigkeiten, die wir uns dann selber aneignen können. Aber nur zwei davon insgesamt. Das nennt sich der Pantheon.
Das hat auch was mit Sinn zu tun, der uns diese Fähigkeit dann verleiht, damit wir am Ende für ihn die Kohlen aus dem Feuer holen können. Der macht das also nicht uneigennützig. Aber wir haben dadurch nochmal einen netten kleinen Boost. Der steht hier wieder mit seinem Verkaufslädchen hier so mitten drin. Ich glaub's nicht, ey. Ich glaub's nicht. Was ist das denn hier? Guck mal hier, Verwandtschaft. Nugget. Kennst du sie? Hm, okay. Bucklige Verwandtschaft, ja. Ja. Geht mal am besten aus dem Weg. So. Hoppala. Frostschaden. Hier muss ich um die Ecke. Da ist dann ein Eingang. Hier ist nochmal ein Huhn. Hallo, Tante Else. Nett. Finde das fehlende Auge. Achso, da muss ich ein Auge finden, um da reinzukommen. Immer diese Körperteile, das ist eklig. So, ja gut, wir haben hier eh noch nicht alles erforscht. Wäre auch jetzt zu früh. Komische Gegend ist das hier. Was haben wir denn hier? Also Vater des Krieges. Ich bin hier gerade erst am Durchlesen, Freunde. Jetzt kommt später nochmal. Macht euch einen Termin. Nugget gibt euch da bestimmt für die nächsten 3 Monaten mal einen Tag. Und da sprechen wir dann nochmal drüber. Das ist ein Goldener hier. Kann der was? Nö. Ups. Ich hatte eigentlich die Kerle. Ah, da. Oh, eine Karte. Nice. So, das haben wir da. Hallo? Wir schmeißen da wieder mit Eis rum. Ach, hier irgendwelche komischen Schamanen-Fizis. Wenn hier einer mit Eis schmeißt, bin ich das. Das ist Schöller. So. Aber seid ihr auf Soja-Eis umgestiegen? Ist das irgendwie nicht mehr sowas Wahres? Ich weiß ja nicht. So, hier haben wir alles soweit. Was war hier noch? He did this to me. Ach ja. The King of Brian. Nessa. And he wants me to be... Oh, die quatscht nur. Please. I don't know how I'm doing this, nor if I may again. Help me. Help us before... Before... Schwapp. Das war jetzt enorm und dramatisch. Aber wenn jetzt nur Quatscherei ist, bringt uns jetzt nicht weiter, aber erzählt die Story so ein bisschen weiter. Der Gichtkönig. Und, ja. Labyrinth des Herrschers, wenn ich das schon wieder sehe. So. Das ist auf Stufe 13 schon. Okay, das Chance auf Vergift nehmen wir mit, auf jeden Fall. Der bringt uns dann... Na gut. So. Was war jetzt hier noch? War hier noch irgendwas? Achso. Das ist nichts.
Malerflächen habe ich noch. Ah, da kommt er wieder ein paar angeschlichen. Ich hab's doch fast geahnt. Ich komm schon wieder mit den fiesen Totems. Weiter was? Nur Frösche. Ja, gut. Den Frösche habe ich nichts. Just need a moment to catch my breath. Wieder rudelweise hier. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Wir brauchen noch ein bisschen Punkte zum nächsten Aufstieg. Der ist nicht so weit weg. Bäh. Genau, würde ich auch sagen. Der sowas synchronisiert, weiß ich auch nicht. Hey, sprech mal das gerade ein. Moment. Bäh. Okay, super. Och, solche Jobs müssen gemacht werden. Dann haben wir hier alles, ne? Hier ist noch so ein Fleck. Hier sind wir diese komischen Hühner. Ist der Bachstelzen oder was ist das? Ich meine, ist ja hier so eine Matschgegend. Mit Fluss, mit Ufer. Wie nennt man das nochmal? Küste? Fehlen die Worte. So, ja, dann haben wir hier soweit alles. Hier liegt noch was. Ein Fleischerschwert. Ja, damit zerteilt man dann seine Schnitzel, klar. Hm. Ist ja nur magisch. Das bringt, gibt mir nicht viel. Und nimmt viel Platz weg. Auf der anderen Seite, ich habe nicht viel eigentlich. Ja, komm, wenn wir da eine irgendeine billige Sphäre für kriegen. Ach, so wenig Loot hier ist wieder. Was haben wir denn hier von Juwel gekriegt? Erhöhter Feuerschaden, kritische Treffer schon und Feuer. Überhaupt überflüssig, okay, können wir gar nichts mit anfangen. Super, achso. Ja, Wahnsinn. Ja gut, für den Schwertkämpfer. Vielleicht nicht schlecht, mit lauter roten Gemmen drin. Was haben wir hier? Löwenauge-Gegenstand. Der Löwe. Was kriegt man dafür? Hm. Nun ja. Nun denn und wohl auch. So, wo ist hier dieser Rock oder wie heißt der Typ? Dann machen wir das hier nochmal kurz. Allerdings nur, um noch ein paar XP zu kriegen. Ich habe wieder nicht angezeigt, wofür diese Relikte eigentlich sind. Nö, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier tue. Wo sind die anderen hier? Hier. Kann man hier noch einen hinsetzen? Ja. So, die laufen dann genau auf ihn zu, Edge. Ah, wo ist, soll ich mich hier verlaufen? Was ist denn das Ding? Da. Denn hier? Stay safe. Uiuiui. Eine Sphäre des Goldschmieds. Okay. Da ist mal wieder nichts drin. Okay. Na, servus. Na, immerhin. Eine Aufwertungssphäre. Dann hier diese Ordensgedöns. Auch nur Bullshit drin. Da
Da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Gut, ein Sonnenpanzer. Ja, Pille-Palle. Kleine Artefakte. Dann kann man hier irgendwas von einkaufen. Ansonsten mir wieder absolut nur Müll im Grunde. Ja, zumindest ein bisschen XP gebracht. Okay. Glad to see you. Ja. Du mich auch. Was ist das hier? Thousands of years ago. The last news coming back to the homeland painted Uhtred in quite a negative light. Some called him a traitor, but the details were der große Kunde Uhtred, ja. Das. Sonst nichts, ne? Ja. Hail. Komm hier irgendwas. Mit dem Kram können wir alles nichts anfangen. Das Einzige, womit das, wofür sich das hier lohnen würde, wäre, um nochmal so Metallreste zu kriegen, um das hier nochmal neu auszuwürfeln, weil das dann auch nur alles drei hat. Das ist im Grunde Zeug für den letzten Level und vorletzten. Das ist trist hier echt. Fachzuweisung. Glad to see you. Verkaufen kann ich ihm nichts, ne? Wie du meinst, wie du meinst. So, jetzt kommen wir hier rein. Die Karoi-Feste. Also schön so einen Schnitzstiel gehalten, so. Sehr folkloristisch. So, jetzt kommen jetzt hier normalerweise direkt schon welche angerannt. Tokohamas ganzen Anhänger. Das müsste jetzt gleich reichen. Und Stufenanstieg zu kriegen. Komm, fass. Fass Nugget. Hallo? Steh nicht nur rum. Hast du eine leckere Maiskörner gefunden oder was? Jawohl, danke. So. Miep, miep. So, jetzt haben wir einen Stufenanstieg bekommen. Sehr schön. Dann würde ich mir noch glatt hier das hier holen. Nochmal für unsere Elementarwiderstände. So. Das heißt, jetzt haben wir hier wieder alles ganz gut. Blitz, okay, könnte noch ein bisschen mehr sein, aber die paar Prozent. Also hier sieht es schon wieder halbwegs gut aus. Hier sind wir sogar ganz gut drüber. Und natürlich Chaos, absolut mies, aber das werden wir nie so wirklich gut hinkriegen. War schon mal besser, ich glaube, da hat man 12% plus, aber na gut. Gegen Bosse, da haben wir immer ein Problem dann. Blitz ist noch ein kleines bisschen, aber ja, mehr als 75 können wir normalerweise eh nicht machen. Alles, was drüber ist, ist halt Bonus. Jo, gut. Da haben wir das, was wir wollten. Jetzt mit Müll aus, den wir mitgeschleppt haben bisher. Okay. Noch ein bisschen Tetris spielen hier. Das wäre wirklich mal ein Komfort-Feature, das einbauen können, dass sie dieser Mist selber anordnet. Ey. Ich kann ja auf ganzen anderen Scheiß verzichten, muss ich sagen. Irgendwelchen Leak-Mechaniken oder Belohnungen oder was weiß ich. Die Feeling, ja. Vielleicht sind die ja nicht schlecht. Entschuldigung. So. Nächsten Anhänger. Uah. Ist mir, was haben wir hier? 46, okay. Ja, ich bin immer mal noch im gleichen Verhältnis drüber. Nur bei den Bossen hier aufpassen. Hail. Hey, ist er hier schon wieder? Also so langsam, weiß ich nicht.
So, der ist auch weg. Das ist ein beschaulicher Ort. Viel zu voll. Fasan oder was ist das? Hier müsste es irgendwo noch. Ah, hier oben. Verbindung geben. So, dann sind wir eigentlich hier so schon fast durch. Okay, da können wir noch nicht. Da ist der Ausgang. Da müssen wir erstmal. Ah, unserem Boss begegnen hier. Na? Schon mal runter, wo die bleiben. Mann, oh Mann, oh Mann, es gibt ja kein Ende hier. Komm hier her. Ist irgendwo ein Nest oder was? Vermutlich. So, hier haben wir aufgeräumt. So, haben wir einen kompletten Stamm hier ausgerottet. So aussieht. So, hier haben wir. Hallo? Tokuhamas Lager. Ja, die Seite haben wir nicht geklärt hier. Nichts drin. Ach, Schiller ist wieder draufgegangen. Hm. Ne, jetzt naja. Sorry, die Show ist vorbei. Hier. Eine Karte. Lantardos verlorene Liebe. Oh, das klingt tragisch. Was ist das? Wir kriegen zwei Steinringe, wenn wir 7 Karten gefunden haben. Also letzten dauert wahrscheinlich 12 Jahre und 18 Level, bis wir dann die alle zusammen haben. Aber dann kriegen wir einen 2 Steinring, den wir dann direkt wieder verkaufen können, wenn er nichts taugt. Danke. Könnte natürlich auch ganz toll sein. Ich weiß jetzt nicht, aber wie das manchmal mit so Sammelsachen ist, das Sammeln macht dann mehr Spaß als der Preis. Ist dann ja oft so. Hier wäre noch was gewesen, aber... 7 heiraten. Das Heirat macht mehr Spaß, als das, was man danach hat. So. Na gut. Haben wir alles aktiviert eigentlich, was wir brauchen. Wir haben hier relativ gut gesammelt. Schuller ist auch relativ fit. Unseren Pestilenz haben wir auch. Gut, dann gucken wir mal, wie es bei Tokuhama aussieht. Unserem nächsten Freund hier. So, lass mal aufpassen, der macht hier auch viel mit Feuer und so böse Totem-Geschichten. Ist nicht schön. Wir können hier mal den Pest auch mal einsetzen und den mal ordentlich was verbrezeln. Das Problem ist hier, wir müssen diese Totems auch killen, weil die geben ihnen immer Unterstützung mit Leben. Jetzt hat er sich hier. Oh, weg! So ein Schutzschild. Da kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht durch. Was wir machen.
Flächenschaden. Ah, jetzt sind wir da mitten durch die Flamme gerannt. Der hat uns erwischt. Bah, weg, weg, weg. Andere Richtung laufen. Jetzt geben wir hier nochmal eine ordentliche Dosis Gift. Na, da müssen wir da immer nah ran. So. Wir müssen nicht vergessen, dass wir auch unsere Lebenspunkte drin generieren. Ja, Bursche, der Kerl. Der ist leider relativ fix. Und so langsam haben wir, glaube ich, Mürbe. Jupp, na Mann. Hula. So. Sin nimmt sich seine Essenz in sich auf. Und ja. So, damit ist Tokuhama besiegt. I am Sin, thief of virtue, and it is mine to take what I will from the defeated. Sehr schön gesagt, ja. To the victorious. Alas, your mortal frame cannot withstand the unfettered fire of deism. It would turn your blood to mist and scorch your precious flesh black. So choose modestly and choose wisely. For there is much more at stake here than your little hope. So, das ist der Pantheon. Für jeden Gott oder Halbgott, den wir hier killen, kriegen wir eine Fähigkeit, die wir uns dann aussuchen können. Aber wir können maximal nur zwei dann auswählen. Die kann man dann kombinieren. Und die kriegt man zusätzlich auf seinen Fähigkeiten, die man schon hat, als Bonus obendrauf. Jetzt haben wir hier Tokuhama gekillt. Wenn wir das hier anklicken und auswählen, ist das markiert. Und dann bekommen wir jetzt, solange das aktiviert ist, 2% zusätzliche Schadensminderung pro Sekunde. Bis zu einem Maximum von 8 im Stehen. Also wenn wir stillstehen und schießen auf Gegner und die auf uns, dann haben wir die Chance, dass bis zu 8% der Schäden von denen ja, nicht durchkommen, gemindert werden. Das ist jetzt nicht riesig, sage ich mal. Das ist auch nicht wirklich so toll. Im Grunde kriegst du eine Lebensgeneration, Regeneration auch nochmal drauf. Wenn du nochmal diesen Kriegstreiber da findest, das ist noch so ein extra Monster, was du besiegen musst, dann kriegst du 0,5% Lebensregeneration noch drauf. Aber hier sind einige, ja, hier sieht man es schon, hier sind noch einige, die wir killen müssen von diesen Bossen, die uns was bessere Sachen bringen, finde ich jedenfalls. Das ist aber gut, das ist geschenkt. Wir haben eh nichts Besseres zu tun und es schadet nicht, ist umsonst. Dann nehmen wir diese 2% hier mit. Salavi, ne? Nur hier kommen noch andere Sachen später dazu und man sieht hier auch, ja, das wird auch noch anstrengend, weil diese großen dann wirklich, das hier war dann dagegen, sag ich mal, so der Anfänger-Level. Hätte man schon mal gehen, weiß, wie es geht. Und der hat dann jetzt auch schon eine Weile aufgehalten, den Kerl. Mhm. Aber, und am Ende haben wir es auch haben ihn doch gekriegt, um drauf zu gehen. Das wundert mich fast ein bisschen. Nehmen wir jetzt einfach. So. Hallo die Waldfee. So, jetzt kommen wir raus. Wir haben jetzt aufgeräumt. Dann müssen wir eigentlich wieder zurück.
Okay. Na, ah, okay. Wo war jetzt hier nochmal? Da oben war das, ne? Das jetzt. Just need a moment to catch my breath. Wir hier jetzt raus können. So. Der Bergrücken. Sehr schön. Wegpunkt, den nehmen wir mit. So. Monsterstufe 46. Die Luft ist dünn, Fahrt ist schmal. Und hier müssen wir am Ende hin. Da wartet dann der Gichtkönig auf uns, um schon mal zu spoilern. So kräftig, wie es irgendwie geht. okay. Wir sind ziemlich runter hier mit unserem Lebensfläschchen, aber okay. Das hat gereicht. Wir können jetzt in die Stadt eigentlich zurück. Jetzt habe ich einen Gelump, lang genug eigentlich. Wo habe ich das schon wieder her? Komm. Ich finde mir noch irgendwas. Das sieht wieder aus wie nach Vogelnestern. Wir haben hier Monster Level 46, echt? Okay. Ja, die kriegen Punkte, also. Ach, hier kommen die wieder diese lustigen Wagenräder an. Die machen sogar Schaden, die sind durchgekommen gerade. Hm. Hm, okay. Völlig nutzlos eigentlich, aber die eben waren relativ. Die haben mir Schaden gemacht. So, was haben wir hier für ätzende Viechlein? Warum ist das hier immer so eine Fauna und Flora, die so garstig ist? Ich weiß es nicht, was in diesem Land hier passiert ist. Keine Ahnung. Genmais angebaut, irgend sowas. Was ist das gefährlich? Ich kann das gar nicht lesen. Ich bin zu schnell tot. Könnte mir jemanden hier langsamer töten? Ein Stibnitfläschchen, okay, nehmen wir mit. Ah, das gibt schön Punkte hier. Gut, dass die so lahmarschig sind, dass ich gar nicht großartig was machen müsste. So. Da sind ja diese komischen Krabbeltiere hier. Wirk. Fass sie nicht an. Nuggets, das ist bestimmt eklig. Die große der Krankheiten. Wir metzeln uns so aber ganz gut hier durch. So, hier haben wir alles soweit. Miese Spinne, du. Der Loot hier ist gar nicht gut. Damit Blitzschaden an. Ja, das ist die Zukunft der Elektromobilität, wie man hier sieht. Selbstfahrendes Rad von Elon Musk wahrscheinlich. Mit dem Fahrer, der schon lange tot ist, aber es nicht weiß. Der steht auf jeden Fall unter Strom. Das ja. Könnte ich mein Handy mit dran aufladen, wenn ich da jetzt stehen bleibe. Das ist auch lecker. Gedünstet und so. Nee, gesotten, gebraten, gegrillt. Ich weiß nicht, was das. So, hier sind wir eigentlich durch, was das angeht. Hier sind noch ein paar üble
Herumtreiber. Geht mal einen Weg, Leute. Infizierte Schlange oder was? Ich kann da gar nicht liegen. Ein Geist, gequälter Scharlatan. Pfui. Auf Wiedersehen. Da hat sie sich verpisst. So. Ups. Hä? Falsche Tastenkombi. Was ist denn hier los? Sitzt irgendwie falsch. Hier ist so nix. Ja. Die lasse ich erstmal. Wo war das hier oben? Müsste eigentlich noch was sein. Just need a moment to catch my breath. Ja. Nee, ist auch wieder hier. Ach, sehr gut. Guter Joke. Come on now, don't go all day. Was ist denn hier noch? Lästig mein Honig. Ach, hier, unser Schöller ist ja auch wieder. Hat das Eisliche gesegnet. Yes. So, kommt her, ihr Null-Diätler. Ich geb's euch. So. Ah. Ein ganzes Nest gefunden. Oh, oh. Den bin ich. So, den habe ich jetzt. Da kommt ruhig nah ran. Gibt alle kleine Eisschocks ab. Schöller fühlt sich richtig wohl. Untere Gefängnis. Sehr schön, dann haben wir das hier auch. Ist hier sonst noch irgendwas? So noch abstauben können, klauen, umbringen. Nee. Gut, dann haben wir hier den Durchgang zum unteren Gefängnis gefunden. Also das oben liegt. Unten. Also unten oben. Was weiß ich. Das untere Gefängnis ist oben. Ist, ja. Ein netter Ort. Hier ist man gern. Ah. Hier gibt es auch wieder eine Aszendenzprüfung. Hier geht es also wieder los. Hier ist natürlich, wie man sieht, auch wieder einer von unseren Ausgrabungsgehilfen hier. Wie man da jetzt hier unten wieder hingekommen ist. Ah, Jott. Hier haben diese Drehdinger auch schon wieder. Die steht alle in Flammen. Hier wird wieder. Ah, bin verflucht worden. Böse Magie gewirkt. Ist nicht nett von euch, Freunde. Der hat mich verflucht. So, gleich vorbei. So. Nice, nice. Oder auch nicht. Jetzt sagt euch gleich das Licht. Ah, der ist draufgegangen. Schaden wird Zeit. So. Du sagst es, Nugget. Gut, dann gehen wir zurück. Unsere Stadt verkaufen. Das Glump, das wir jetzt hier gesammelt haben. Und dann gucken wir mal weiter. Wollen wir da mal ankommen? So, sehr schön. Hier haben wir wieder was zu reden und so weiter. Kriegen wir noch eine Belohnung, ne?
Ja, das haben wir kurz gesehen. Es war kein sehr ausgiebiges Gespräch. Change she's going through. This curse the so-called Brine King has put on her. Ja. It can be broken. I know it. You've got to keep going. Follow her trail before it gets cold. Zur Höhle auch schon wieder. Make your way along the coast, the ship graveyard, even Mervale's cave if you must. You've killed the Kalrui war god. Can you kill a god? Doch, passiert. Look, bei mir öfters so. To understand what you've just done. Bestel will be able to put our und dann nicht schon wieder Bestel. So, jetzt haben wir nochmal einen schönen passiven Fertigkeitspunkt bekommen. Das ist eine nice Belohnung. Da hat sich der ganze Aufwand ja auch gelohnt dann deswegen. So, das können wir auf jeden Fall verkaufen. Achso, die haben wir schon identifiziert. Ja, muss einem doch auch gesagt werden. Was ist das hier überhaupt? Achso, Dreispitz. Hier so ein paar Latschen. Ne. Da war viele Widerstandswerte. Nice. Wäre gar nicht so schlecht, ne? Aber. Einfach Bugatti haben. So. Können wir den auch verticken? Was war damit? Ja. Verkaufen wir auch. Ach, hier haben wir noch Handschuhe. Rache-Kloben. Rache-Kloben-Satan-Schuhe. Klobige Satan. Ja, wie klobig und Satan. Ich möchte mich auch mal wissen, wie das geht, aber. Bei den Saturn-Schuhe, da flutscht einem noch alles aus der Hand, oder nicht? Das ist das so glattes Zeug, wie bei meiner Bettwäsche, wenn ich die Damenbesucher habe. Die fallen mir immer vom Bett rum, links runter. Das ist blöd. Saturn ist echt blödes Zeug. Gut, mehr haben wir nicht, ne? Gut, guter Loot ist auch nicht gut hier. Da haben wir nicht so wirklich wieder... Oh mein Gott, ey, man rennt hier stundenlang durch die Gegend. Wir könnten noch zwei hier, aber es reicht mir jetzt gerade. Ja, wie du sagst. Nessa. You do know it's cruel to make jests of an adult mind, don't you? So, ich hab einen Karten abgeworfen. Der hat einen lustigen Humor. That's it. You've never been wrong before. So seems like I'm gonna have to stare this fanciful tale in its fishy face. She talked of the Brine King, did she? Das ist mal schön gesagt. Ja, so ist es. Ach, Lilly ist hier auch. So, der kann mir auch verkaufen und kaufen. Das heißt, wir könnten uns auch hier schon wieder eindecken mit, wenn wir was brauchen. Das ist echt praktisch. Das suchen wir alles hier weg. Zonk, zonk. Eine Scherbe der Alchemie. Haben wir jetzt eine insgesamt wieder dazugekriegt, ne? Dann hier mal was für unsere Kartensammlung. Da haben wir aber auch keine 1 hier zweimal, oder? Das ist echt... Was ist denn hier mit Bergbau? Großartig. Das ist eigentlich Klumpatsch. Brauchen wir nicht. Tschüss. Oh, immerhin ein Fragment. Oder zwei, die können wir gebrauchen. Ach, hier haben wir auch noch was Zeug. So, dann haben wir wieder was an Währung. Dann nehmen wir uns noch hier diesen hübschen passiven Fertigkeitspunkt. Yeah, ich habe mir eine Quest abgeschlossen, die sind so gut. Ja. So. Sollen wir uns Überlebenskünstler noch holen? Bis hat unseren höheren Ausweichwert. Alle wieder Elementarwiderstände kriegen wir einen Pimp. Und Angriffstreffern könnten wir auch nochmal etwas besser ausweichen. Oder machen hier, damit wir dann diese Juwelenfassung bekommen. Wir könnten aber auch. Ja, wenn wir jetzt auf den Klingenwirbel wechseln, dann hier weitermachen, damit wir mehr mit Zauber, kritische Treffer mit Zauber besser bekommen, weil wir, der Klingenwirbel ist ja ein Zauber, kritische Treffer und Giftschaden zusammen, das ist eine ziemlich böse Sache, damit können wir gut Schaden machen, weil unsere Waffen an sich, wenn wir den Klingenwirbel einsetzen, im Gegensatz zum Beispiel unserem Bogen hier, die machen nicht viel Schaden, also... Das ist hier gerade mal 45 und hier der auch. Das ist nicht wirklich was. Also, aber unsere Schaden über Zeit und Giftschaden und so, das ist, mit dem wir eher was anfangen können. Gerade gucken, was machen wir denn eigentlich? Klingenwirbel. Mit dem haben wir einen Giftschaden pro Sekunde. 130,4. Das ist gar nicht mal so schlecht. Mit kritischen Treffern. Deshalb kritische Treffer erhöhen, das ist ein guter Boost. Dann der normale 98,147 ist auch nicht schlecht.
Eigentlich hätte ich schlimmer gedacht. Chance zu vergiften 60%. Das könnte ein bisschen besser sein. Also wir haben eine Chance, Gegner zu vergiften von 60%. Nicht 70, 80, 90, das wäre besser. Besser als die Hälfte, aber könnte mehr sein. Hm. Und wenn wir dann vergiften, machen wir einen Schaden von bis. Und wenn wir dazu noch einen kritischen Treffer landen, nochmal. Also, das summiert sich dann. Der Pestbringer hat es schon 60% zu vergiften. Okay. Und defensiv sind wir jetzt. Ja. Also wenn wir jetzt diesen Punkt nehmen würden. Und dann da oben weitermachen, okay. Überlebenskünstler. Dann wären wir auf jeden Fall mit den Elementarwiderständen wieder fein raus und haben noch ein bisschen was für die Defensive gemacht. So. Das heißt, jetzt sind wir hier wieder. Da sehen wir wieder gut aus. So. Insgesamt sogar über 75. Also wenn wir dann Malus kriegen würden durch Gegner, die zum Beispiel Feuerwiderstand senken, dann könnten wir diesen Malus mit ein bisschen Plus wieder ausgleichen. Okay, Chaos ist schlecht, da können wir nichts machen. Ja, das ist auch nicht so ausreichend, ist okay, aber na gut, da können wir nichts dran machen. Rüstung ist jetzt nicht grandios, aber besser als nichts. Wir sind ja auch ein Charakter, der eigentlich beweglich sein soll. In der fetten Rüstung könnte man da nicht viel anfangen. Das ist dann eher als ein Getier. Naja. Gut. Haben wir das hier auch wieder geschafft. Hier ist auch wieder nur Bullshit dabei. Kann ich hier nochmal so dieses Gamble-Dings machen? Nee. Ja, so gesagt. Diese ganze Geschichte hier mit denen, das ist völlig so uninteressant, muss ich leider sagen. Tja. Muss ich vielleicht doch nochmal das machen, damit wir vielleicht mal diese komischen. Wie heißt das hier? Metallreste. Wann kommt man die Metallreste überhaupt? Keine Ahnung. Die sind irgendwann da. Also diese ganze Liga-Mechanik, die ist. So eine Karte habe ich auch kein einziges Mal bisher gesehen. Also hier könnte ich so minderwertigen Klumpatsch. Grabmedaillon eintauschen. Sieht man, wie das bringt. So. Oh Gott. Gut. Dann, das war's dann. Oh, Miezekatze. Die stelle ich nicht vor, wenn ich gerade hier abmoderiere. So, das war's mit unserem Karius Klaus Nugget, dem Kampfhuhn. Wieder mal haben sie sich erfolgreich durch die Gegner gekämpft. Wieder mal einen, ja, Gott, Halbgott gekillt. Wie es halt mal so ist. Ist halt unser Job. Das nehmen wir mal mit. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Da geht's weiter. Da müssen wir wieder uns weiter hier durchmetzeln. Nessa finden, Shavan töten und am Ende den Gischkönig. Es wird aber noch ein Weilchen dauern. Weil so wenig ist es jetzt auch wieder nicht. Das ist noch ein bisschen mehr, was hier kommt. Bis wir dann hier sind. Aber ja, das ist Level 6. Und wir haben natürlich wieder Aszendenzprüfung und das Labyrinth des Herrschers vor uns. Das wird also noch ein langer Level. Ja, ich hoffe, ihr guckt dann auch noch weiter, was das Schicksal uns noch so bereithält für Bonnie und Clyde, unsere zwei hier, und dann schauen wir weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und kack, kack und bye bye.